Anne Perry, das Gesicht des Fremden. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Buch, ich habe es schon mal in die Kamera gehalten, und zwar, als ich mit dem Büchermord begonnen habe. Ja, es ist mein viertes Mordopfer. Ich habe wieder eins gekillt. Yes! Das heißt, die Hälfte ist rum. Ich habe 4 von 8 gelesen, ausgelesen. Oh. Ja. Ein Detective Monk Roman. Ich lese den Klappentext vor. Major Jocelyn Gray, oder Major Jocelyn Gray, ein hochdekorierter Veteran aus dem Krimkrieg, wird in seiner eigenen Wohnung brutal ermordet aufgefunden. Inspektor William Monk soll den brisanten Fall übernehmen, doch er kämpft nicht nur mit den dunklen Informanten, die ihn auf falsche Fährten locken, sondern auch mit den Folgen eines Kutschunfalls. Einzig Krankenschwester Hester Letterly ist ihm eine verlässliche Hilfe in einer Welt, in der Freund und Feind kaum zu unterscheiden sind. Ja, ich habe bis jetzt nur ein einziges Buch von Anne Perry gelesen und das ist auch von dieser Detective Monk-Reihe, und zwar das dritte. Da wusste ich nicht, dass das eine Reihe ist. Und das ist halt der Anfang davon. Na klar, wenn man schon ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann kommt am Anfang alles ein bisschen komisch vor, weil Monk, also William Monk, und er wird nur Monk genannt, also nicht ein anderer Monk. Und Hester, die kennen sich doch gar nicht, und im dritten Band natürlich kennen sie sich schon, und ja, egal. Zu der Geschichte. Sie beginnt damit, dass Monk aufwacht und nicht weiß, wer er ist. Er kennt seine Vergangenheit nicht, er kennt seinen Namen nicht, er weiß nicht, wie er aussieht. Er weiß eigentlich überhaupt nichts. Und nach muss er sich halt sein Wissen wieder aneignen. Er erfährt dann zum Beispiel, wo er wohnt. Und er weiß dann auch, wo er arbeitet, dass er eben ein Detective ist und an einem Fall jetzt arbeiten soll. Und alles ist ganz schrecklich für ihn, weil er niemandem sagen will, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Weil er Angst hat, seinen Job zu verlieren. Also kämpft er sich mit seinem Partner Evan durch, ja, er kämpft sich halt durch und versucht so natürlich wie möglich zu sein. Und sein Vorgesetzter, der kann ihn nicht ausstehen und will halt, dass er fällt. Er will, dass er den Fall nicht löst. Und dieser Fall ist sowas von brisant und so überraschend dann auch. Ich meine, ab der Hälfte des Buches habe ich dann schon gewusst, so ungefähr, wer der Täter sein könnte. Und es war auch gar nicht so verkehrt. Aber kurz vor Ende, bam, doch ganz anders. Und das ist genial, das ist richtig genial. Ja. Es ist halt ein Krimi, der im 19. Jahrhundert in London spielt. Und ich finde diese Atmosphäre einfach schon so genial. Man es hier schon so sieht, ist das klasse. Ich weiß nicht. Aber spielt es überhaupt im Winter? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls finde ich es total genial. So, es wird auch wunderschön beschrieben. Also der Schreibstil ist super, super schön. Man kann sich in dieses London 19. Jahrhundert gut reinversetzen. Und wer Krimis mag, die in diesem Zeitraum, kann man das so sagen, in dieser Epoche spielen, ist es auf jeden Fall was. Und Monk hat halt nach diesem Unfall, er weiß ja nicht, wer er ist, klar, und dass immer mehr von ihm ins Tageslicht kommt, wie er sein sollte, so will er gar nicht mehr sein. Also, ja, wie soll man das erklären, ohne zu viel zu verraten? Das ist halt alles etwas haarsträubend und auf jeden Fall total spannend bis zur letzten Seite. Und ich finde auch den Schluss total schön, schön und traurig zugleich. Doch, so kann man das bezeichnen, ja. Und ich bin auf jeden Fall auf die nächsten Bände gespannt. Ich habe ja schon einige davon da. Und ja, mal gucken, wann ich die denn lesen werde. Also auf jeden Fall den zweiten dann danach. Den dritten kann ich ja überspringen. Ja. Gut. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil sonst würde ich wirklich, wirklich zu viel verraten. Nächstes, wenn ihr Krimis 19. Jahrhundert London mögt, ihr Schreibstil ist echt super. Ich kann Anna Perry euch nur empfehlen. Wirklich. Okay. Und auch diesmal kann ich sagen, bis morgen, denn ich drehe gleich noch ein Video. Das lade ich dann morgen hoch. Okay. Bis dann. Schönes Wochenende. Tschüss.